So, meine Freunde, B-Monster am Start für euch. Willkommen zu einem kurzen und etwas längeren, eventuell sogar, News-Roundup zu Pokémon Sonne und Mond. Wir haben heute den 6.9.2016 und es ist gerade ein Trailer veröffentlicht worden mit neuen Alola-Form, mit Unknown Beasts und bekannten Bestien, mit einer eventuell anderen Organisation, die sich um Pokémon kümmert, also einer Pokémon-Tierheim. Neue Informationen zu Team Skull und da geht mir gerade mein komisches Webcam-Programm an. Und wir gucken uns jetzt den Trailer an. Ich werde an einigen Stellen pausieren und kurz darüber reden, was ich davon halte. Und wir beginnen, denke ich mal, mit den neuen Entdeckungen in Alola. Und wir haben eventuell sogar Pokémon Snap in Alola. So, erstes Pokémon Typ 0. Sieht komisch aus, ist auch so, hat eine Fischflosse hinten dran, hat irgendwie Hundetatzen hinten, hat solche Greifklauen und sieht allgemein ziemlich weird aus, hat eine Axt auf dem Kopf. Was soll das sein, Leute? Was soll das sein? Kann das Pokémon eventuell sogar eine Entwicklung haben? Hat die Fähigkeit Kampfpanzer, ist vom Typ normal. Und ich hoffe, es hat eine Entwicklung. Es sieht in der Form, die jetzt hat, ziemlich stylisch aus. Ich hoffe, da kommt noch mehr dazu. Als nächstes haben wir Miniras. Ein Drachen-Pokémon hat die Fähigkeit Kugelsicher und Lärmschutz. Und finde ich ziemlich knuffig, ziemlich niedlich. Drachen-Pokémon sind sowieso meine Lieblings-Pokémon-Rasse oder Art neben Stahl-Pokémon. Und Drache und Stahl sind so meine Lieblingsmons. Und wir kommen zu Alola Radikal, was scheinbar etwas zu viel gefressen hat. Denn es sieht ziemlich wuchtig aus, eine Telewuchtbrumme. Wo ich es zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, Mann, ist das ein fettes Schwein. Und es passt irgendwie dazu, es hat einen anderen Style als normale Radikal. Und warum nicht, mein Gott, scheiß drauf. Und es wird sein vom Typ normal und nicht ebenso wie seine Vorstufe, das normale Alola Radfratz. Und ich finde es ziemlich nice und allgemein finde ich Sanamu mittlerweile richtig cool, denn es gibt sogar so ein paar Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen. Zum Beispiel, dass Sanamu einfach mal 12 Stunden versetzt sind. Das heißt, wenn ich Sun spiele dann im Stream und ihr euch Moon geholt habt, ist es bei mir vielleicht hell bei euch dunkel. Und das, finde ich, ist eine Sache, die richtig nice ist. Passt zu dieser Thematik Sonne und Mond. Und es gefällt mir. Ich finde es cool. Das ist so ein kleines Gimmick, wie ich finde, was ziemlich gut da reinpasst. Und natürlich werden auch die Ereignisse anders sein in Sun und Moon. Es gibt ja auch wieder regionsspezifische Pokémon, genauso wie regions- oder spielspezifische Eigenschaften. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel im Sun gegen diesen komischen Mungus Spectre kämpfe, in diesem Match da, kämpft ihr Moon vielleicht gegen das Alola Radikal. Und ich hoffe, dass sowas sehr vermehrt auftritt, dass diese Unterschiede wirklich sehr, sehr groß sind. Was mich wiederum zu diesem Punkt kommen lässt, es lohnt sich dann wirklich auch mal eine andere Edition zu haben. Wenn man sonst immer in der Edition gespielt hat, dachte man sich, okay, in der anderen Edition passiert eh nicht viel was anderes. Du hast vielleicht bei Oras in dem Fall Kyogre statt Krodon in dem Match dann. Aber sonst mega viel anderes ist da auch nicht. Und das ist jetzt was, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt vielleicht mal wirklich gerechtfertigt, sich eine zweite Edition zu holen als Nicht-YouTuber. Ich meine, YouTuber machen das sowieso meistens, dass wir uns alle Beta-Editionen holen. Aber als Nicht-YouTuber reicht an und für sich eine Edition aus. So, das finde ich wiederum ziemlich geil mit diesen unterschiedlichen Verläufen und Ereignissen. Und hier haben wir die Aether Foundation. Klingt ziemlich stylisch und ist, wie ich finde, sowas wie ein Pokémon-Tierheim. Wir gucken uns mal kurz an, was die so zu sagen haben. Wir haben hier die Samantha, die glamouröse Aether-Präsidentin. Und ja, die sieht schon ziemlich geil aus, die Uchi. Kann man nix sagen. Und das ist eine Privatinsel, das ist wahrscheinlich diese spezielle Insel, die in der Mitte von der Alola-Region rumschwimmt. Und das soll... Ups. Was hab ich jetzt gemacht? Ist egal. Okay. Ist egal, wir gucken es einfach so an. Und so, ich schlüpfe für die Pokémon die Rolle einer Mutter und beschütze sie mit ihrer Liebe oder mit meiner Liebe. Das soll also heißen, sie kümmern sich um die Pokémon, die eventuell von Team Skull da gefangen gehalten werden etc. pp. Und ich finde das gar nicht mal so schlecht, ich muss jetzt auch mal gucken. Ah, so hat man das gemacht, okay. Das wird wieder auf 16:0 kriegen. Und selbst Pokémon aus fernen Welten, fernab der Alola-Region, sind ihrer Liebe würdig. Und dazu kommen wir nämlich dann gleich. Also, ziemlich strange. Hat niemand auf dem Schirm gehabt, diese Aether-Gruppierung da. Fabian ist der Regionalleiter. Und hier, das Aether-Paradies ist eine künstliche Insel.
errichtet inmitten des Meeres von Alola. Also es ist wahrscheinlich diese Insel, die da in der Mitte rumschwimmt. Und finde ich auf alle Fälle gar nicht mal so schlecht, die Idee dahinter. Denn was ist denn mit den ganzen Pokémon, die den Rocket damals zum Beispiel gefangen genommen hat? Es hat sich niemand darum gekümmert und hier haben wir nächstes Mal so ein bisschen mehr Story rundherum. Also Pokémon Sun and Moon macht bis jetzt ziemlich viel richtig, finde ich. Und hier bieten alle Pokémon Zuflucht, die vom Team Skull, oder auf die es Team Skull abgesehen hat. Also wir sehen, die geben Pokémon Schutz, die Team Skull will. Manche Pokémon müssen beschützt werden, zum Beispiel Corazon. Eventuell ist es sehr selten in der Region. Mal gucken. Und hier haben wir auch das Personal der Aether Foundation, die kämpfen halt gegen Team Skull. Und das finde ich ziemlich geil. Und wir haben einen neuen Team Skull Handlanger, nämlich Gladio. Und Gladio wirkt für mich irgendwie etwas psychisch labil, keine Ahnung. Er hat zumindest, wenn er kämpft, diesen komischen, steht halt immer so da hier, so richtig urteils oder allgemein so ausdrucksschwanger so, als hätte er irgendwas zu verbergen oder als hätte er noch irgendwas Größeres vor, keine Ahnung. Und, Entschuldigung, wir werden in der Alola-Region Zygarde suchen. Was mich jetzt persönlich schon ziemlich ankotzt, denn wir bekommen einen wichtigen Gegenstand und zwar ist es der Zygarde-Würfel. Das heißt, wir müssen jetzt durch die Alola-Region stelzen und Zellen und Kerne von Zygarde sammeln. Wir haben also die Zygarde-Story zusammengefasst in Sun and Moon. Mit Perfect Zygarde kennen wir schon diesen 10% Zygarde etc. pp. Und das ist wiederum was mich überhaupt nicht interessiert. Also Zygarde ist ein Pokémon, was ich nicht feiere. Sieht zwar in der Perfect-Form ziemlich Megatron Transformers-mäßig aus, aber ich fahre es eigentlich absolut nicht. Und von daher ist was mich jetzt überhaupt nicht so bockt an der neuen Edition. Aber man muss es halt machen, man sieht ja schon, du findest halt überall in der Welt ein paar Zygarde-Zellen. Und wir haben eventuell ein Pokémon Snap Ableger in Sun and Moon. Denn ihr seht schon, wir können mit dem Pokémon-Sucher Fotos machen von Pokémon. Ist, wie ich finde, gar nicht mal so schlecht. Pokémon Snap habe ich eigentlich ziemlich gefeiert. Das war ein ganz cooles Spiel. Und ist ein cooles Minigame. So nebenbei, gerade wenn man so keinen Bock hat, irgendwas groß zu machen oder gerade im Stream, wenn man jetzt, keine Ahnung, man sagt jetzt, okay, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde bis um 12, was machst du denn jetzt noch? Einfach mal Pokémon-Fotos machen und das ist, wie ich finde, mal ein cooles Gimmick, was ziemlich geil ist. Und da freue ich mich schon drauf, gerade wenn man dann besondere Fotos machen kann. Wir werden dann eventuell gleich noch Dragoran sehen. Dragoran. Es gibt natürlich wieder eine Bewertungsfunktion, wie bei Pokémon Snap damals. Von daher, das Pokémon-Feature ist, wie ich finde, mit das coolste neue Feature, was es so gibt, neben dem Ultra-Training, wo man seine DVs hochpushen kann und so. Also, Pokémon Sun and Moon macht bis jetzt sehr, sehr viel richtig. Allerdings stellt mich etwas noch vor eine Frage. Und zwar, was sind Ultra-Bestien? UB-01 sieht ziemlich strange aus und niemand weiß, was es ist. Ist es ein Pokémon? Ist es irgendwas anderes? Und ich werde euch unten drunter noch den japanischen Trailer verlinken. Der ist weitaus länger, hat sehr, sehr viel mehr Spielszenen. Ich hoffe, die kann ich irgendwann noch zusammenschneiden und nochmal über das Thema reden. Es ist schon ziemlich strange, um was es in Pokémon Sun and Moon gehen wird. Also, sie zeigen zwar viel an Pokémon, auch von der Story wissen wir überhaupt noch nichts. Team Skull ist ein böses Team, ja. Die wollen Pokémon irgendwie fangen oder verkaufen. So viel sei gesagt, also so viel ist eigentlich schon ziemlich sicher. Und diese komischen Aether-Leute wollen halt die Pokémon beschützen. Das wissen wir schon, aber ansonsten wissen wir eigentlich überhaupt nichts. Es gibt keine Rennleiter. Pokémon wird, denke ich mal, mit Sun and Moon General überholt, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Und diese Ultra-Bestien, wie gesagt, sind momentan das Mysterium. Am 23. November kommt Sun and Moon raus. Ich werde euch auch die Amazon-Links zu den Spielen unten in die Beschreibung packen. Und wenn ich sie finde, sogar die Steelbook-Edition dazu. Also falls ihr vorbestellen wollt, könnt ihr das gerne über den Amazon-Link machen. Es ist ein Reflink, das sage ich dazu. Also wenn ihr das macht, bekomme ich von dem Geld, was ihr bezahlt nicht mehr, bezahlt genauso viel, bekomme ich von dem Geld, was ihr da bezahlt, stimmt 3%, also irgendwie ein paar Cent ab. Und gut geschrieben, wird natürlich dann wieder investiert für Gewinnspiele etc. pp., die dann Weihnachten, ich schließe jetzt den Adventskalender nebenbei in der News an, die dann Weihnachten im Adventskalender ausgegeben werden für euch in Form von Preisen an den Adventssonntagen. Das kann ich euch schon mal versprechen. So,
das war's von mir. Mit der News ist etwas länger geworden als gedacht, mit knapp 10 Minuten. Aber es gab halt viel zum Bereden und schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr von den ganzen Sachen haltet. Und das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.